Zahl. 180 für Tops. Aber auch 80 Rest ist natürlich gut, nimmt er. Die 20 sitzt doppelt 10. Sitzt fast. Diesmal nicht der letzte Dart. Ja, über die 19 geht es. Nochmal eine Triple 19 oder Single 19 fürs Bullseye. Wahnsinn! Das sieht doch jetzt schon besser aus bei den Zwaren. 140. Und vor allem auch auf den Doppel. 57%, das ist Weltklasse. Doppel 10. 46. Hätte ich die erste Möglichkeit zum Match für Darren Young. Und das würde mich jetzt nicht wundern, wenn er die 160 hier ausmacht. Kann dann für den eigenen Anwurf. Doppelfünf ist tricky. Die ist tricky. Vor allem deswegen. Wieder die Doppel 1. Wieder trifft er. Auf Doppel 1 ist er bei 100%. Jawohl. Der erste war auf 20, so viel ich gesehen habe. Jetzt hat er also 141 Rest. 138 Rest. Chance. Young. Zwar ein High Finish. Nur 120 Punkte mit 6 Darts für Young. Das gibt natürlich jetzt für Zwaren auch wieder ein bisschen Luft. Tops. Das ist das, was er wollte. Das wahrscheinlich hier. Das doch. Aber er wird mindestens einen Matchstart kriegen. Mindestens. 135. So, 68. Triple 20, Doppel 4 zum Match. Gegen Barney hat er nur einen gebraucht. Oh, oh, jetzt muss er was bullen. Triple 17 oder Single 17? Doppel 8 zum Match. 16. Mal aufräumen. Top Songs. Oh, da springt er ihm noch von der Klinge. 2-2 in Sets. Jeffrey de Zwaan ist noch dabei. Ja, mal kommt er wieder. 139. Jeffrey de Zwaan 28. Wow, das war knapp. Doppel 14, zack. Sie können. Geht er nochmal drauf, ja. Was macht der Zwan? Wie viel Druck gibt er ihm auf die 76? Einiges. Ich glaube, so wie der Zwan gerade drauf ist, muss es jetzt die 76 sein von Darren Young, weil ich sehe den Zwan wirklich die 87 ausmachen. Tops. Wow, macht er ganz stark. Und jetzt kommt das Leg von der Zwan, dass er beginnt zum Match gewinnen. Und sollte er es nicht gewinnen, dann können wir über die Tour Clear Leg Regel sprechen. Dann werden wir über die 9 Doppel 16. Matchstart. Das war's. Stark gemacht. Also, Jeffrey, das war's.